Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von der 100 Baby Challenge von die Sims. Wir haben am Vortag, also Carol hat am Vortag seine Beförderung erhalten. Er sitzt jetzt noch gerade fleißig am PC und schreibt seine Witze. Ja, und naja, da er ja ein Pitzkopf ist, ist er gerade nicht ganz so gut zu, wie man hier an diesem Icon sieht, zu drauf, aber das soll uns jetzt nicht stören. Er soll jetzt erstmal weiter seine Witze schreiben. Das ist abgeschlossen. Jetzt kann er auf Toilette gehen. Und dann Energie, Hunger und Blase. Isst er noch schnell was zu Abendessen. Und kann dann schlafen gehen. So. Das hier ist übrigens die Lampe, die bösen Geister, die Monster unter dem Bett verjagt. Wir räumen den Müllhaufen mal weg. Ich hoffe, er ist jetzt auch weg. Jo. Der Rest der Bande schläft. Eine schöne dekorierte Umgebung. Deswegen ist er glücklich. War echt so viel Deko hier drin? Scheinbar schon. Und jetzt schläft er auch. Mal gucken, wer als erstes aufsteht. Wahrscheinlich Cherrier oder Droid. Unser Mädchenjunge. Droid muss in einer Stunde in der Schule sein. Gut, dann gehst du jetzt erstmal auf Toilette. Du musst jetzt schon in die Schule. Gut, dann gehst du nicht vorher auf Toilette. Hab ich das gerade nicht mitgekriegt? Das ist doch gerade erst aufgeploppt. Na, egal. So, Cherrya ist wach, hat Hunger und muss auch auf Toilette. Verwenden und spülen. Und dann kannst du was essen. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Stück noch übrig. Danach kannst du noch was kochen. Gummigericht. Ein Lammkarree. So, Feinschmecker kochen ist sie auf Level 6 momentan. Wir waren bei ihr ja dran, Charisma zu fördern. Das kann sie jetzt gleich auch noch machen. Schwupp, einmal vorspulen. Du hättest dich auch setzen können, Cherrya. So, Level 7 hat sie. Jetzt kann sie Hummer-Tortellini und Hummer-Thermidor zubereiten. Thermidor kenne ich nicht. Das Lammkarree kann in den Kühlschrank. Und jetzt mixte sich was. Ein Rabatz. Sie ist schwanger. Sie darf doch nichts trinken. Was sollte ich machen? Achso, Charisma. Wohl mixe erstmal zu Ende. Was ist mit dir? Gut, also Komiker muss er einschlagen oder Comedy-Fähigkeiten. Oder Level 3 der Gitarre. Witze schreiben hat er abgeschlossen. Der Gitarre oder Geige. Er hat doch, glaube ich, eine Geige im Inventar. Dann soll er direkt mal üben. Sie trinkt echt erst morgens früh direkt mal ein Glas Alkohol. Gut hört sich anders an. Sehe ich jetzt erst, er hat ja eine kaputte Hose an.
Passt überhaupt nicht zu seinem komischen, altmodischen Pulli. Timfy, Bray nimm just a Darfst du auch gleich mal putzen? Kiarba nimm. Who's left? Jill, Shelly, Bray nimm, Dop. Sivu, Dim, Lark, Wissip. Kriegt sie es voll? Ah, Carol hat Level 3 erreicht. Das machen wir jetzt wieder auf normale. In 2 Stunden muss er eh arbeiten, dann soll er sich mal... Ja, da ist besetzt, geh oben duschen. Wahrscheinlich hat sie sich voll gemacht. Hunger hat sie auch. Danach kann sie was essen und dann noch soll sie Hausaufgaben machen. So. Hausaufgaben machen. Hier geht gerade meine Katze durchs Bild. Kimba Darfy. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sie sieht. Hier vorne ist es Penny Schwanz. Penny, weg da! Eba, Fazik Fazur, Rix, Schwabi Frong Fanage. So. Der Kater liegt übrigens hier neben mir am Schreibtisch. Aber Penny ist gerade durchs Bild gelaufen. Die ist etwas unruhiger. Unser unruhiger Geist hier. Carol ist auch was. Komm, kriegen wir das voll? Nein, wir gehen nicht ins Restaurant. Dass sie immer ins Restaurant gehen wollen. Carol ist zur Arbeit. Danach kann sie auch nochmal auf Toilette gehen. Oh, das dauert ja echt lange, bis sie das voll hat, ne? Aber es ist ja auch Stufe 10, das dauert immer was länger. Ja, sie hat es geschafft. Jetzt darf sie aufhören. Sehr schön. Charisma ist voll. Jetzt müssen wir noch eine Belohnung kaufen. Das ist ihr Stammbaum. Das sind die Statistiken. Hier ist der Belohnungsshop. 4800 Punkte. Niemals erschöpft. Tür und stimmt schon. Sofort gemocht, unglaublich freundlich. Das hilft uns doch bei unserem Flirten. Marktauglich. Achso, wenn sie selber Sachen machen. Oh, niedrigere Rechnungen. Kaufen wir auch. Perfekt. Beim nächsten Mal gibt es dann andere Sachen. Sind die Sachen jetzt in ihrem Charaktermenü? Tatsache. Sehr gut. So, da geht sie jetzt auf Toilette. Du bist fertig mit Hausaufgaben. Du bist müde, dann mach doch ein Nickerchen. Das
Ist auch dreckig? Nee. Sieht nur schmandig aus, ne? Blickblock. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Oh, ist das ein Clown? Nach Zuckerschädel fragen. Oh, geh jetzt schnell dahin. Wo ist er hin? Da ist keiner mehr. Oh, hätte ich ja auch sagen können. Hast du einen? Bleib stehen. Wer bist du überhaupt? Kim Shani. Mit einem Feind, dann befreunden wir uns mal. Dann freunden wir uns mal mit dir an. Handeltipps geben. Komplimente über Aussehen machen. Kennenlernen. Nach Karriere fragen. Oh, du bleibst auch stehen. Bezaubern, vorstellen. Bleibt alle stehen. Ich bin ein Zuckerschädel. Haben die. Wo ist sie hin? Jetzt sind ganz viele unterwegs. Nein. Bushal? Yibs. Smirks. Nabe, Kina, Anish. Oh, Rinka, Yorid, Jasipa, Paniru. Huslek, so, wir machen noch ein paar Komplimente. Seneca, Bispa, die wollen ja einen Zuckerschädel haben. Ruhana, Galoba. Alexa, Habinka, Pomka. Da ist schon wieder einer. Jetzt kommen die alle her. Oh, Grinhoi. Grinhoi. Bomkaro. BC Lissarek. Low knee. Yikla. Girl Pando. Narble. Sollen wir nochmal versuchen? Nee. Vitessa Yishirao. Oh, Brashu. Oh. Torkachusen. Bully. Who's a chuba? Dag dag. Bitten einzuziehen, ja. Femboy Barovi. Gungane Ansa. Glaive Narza. Yibs. Gemeinsames Foto machen. Jetzt noch einen Zuckerschädel fragen. Rishi Pando. Schließlich ist jetzt ein Drittel. Ein bisschen mehr als ein Drittel. Oh, boom. Ja, wir haben einen Zuckerschädel. Komm da. Nach Zuckerschädel fragen. Dich auch. Bleib stehen. Na, no, er ist weg. Nein, er kommt wieder. Und du? Nur zwei Zuckerschädel. Wer ist das eigentlich? Paolo, ach, das ist unser neuer Papi. Sollen wir dem mal die große Neuigkeit erzählen? Mm. So, jetzt darfst du dich wieder um deine Bedürfnisse kümmern. Hunger hat sie. Und öffnen. Ist immer noch davon was da? Was ist mit dir? Du musst auf Toilette. Und dann gehst du schlafen. Carol hat die Tanzfähigkeit erhalten. Ah! Auch gut.
Witze schreiben. So, ich gehe jetzt mal runter und tue diesen Zuckerschädel in. Das ist bei Cherry ja drin. Einen orangenen und einen pinken. Art, Joe und Nadja. Es fehlt uns noch ein Püppchen. Das sind die Ostereier, das sind die Bilder, das sind die Zuckerschädel. Ah, 3 von 9 haben wir. Kriegen wir die alle zusammen? So. Na, es ist jetzt auch schon spät. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mal für heute. Und ich sag da mal bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.